Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist der zweite Tag des Turniers, beziehungsweise mein zweites Spiel, was ich heute bestreiten werde. Heute geht es gegen Boogie. Boogie hat ein extrem cooles, starkes Jeskai Control Deck. Ich würde mal sagen, eins der T1 Decks, die extrem schwierig zu handeln sind, gerade für unser rotes Deck, auch wenn es kleine, sagen wir mal, Überraschungsgäste in diesem Deck gibt. Aber nichtsdestotrotz ist es unheimlich schwierig, dagegen zu bestehen, da er viel, 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 viel Creature Removal hat und viel Kontrolle ausüben kann. Ich bin gespannt, wie wir uns schlagen werden. Wir müssen eine gute Hand haben, aber nichtsdestotrotz, wir probieren es auf jeden Fall. Die Woche war ja gespickt mit einigen Aufregungen, mit dem neuen Patch, was rausgekommen ist. Und da war ich extrem frustriert zwischendurch. Aber erstmal das Positive. Also, es gibt ein neues Rank-System. Wie ihr gerade seht, bin ich gerade Silber Tier 4 und einmal Bronze. Es gibt zwei verschiedene Rankarten: einmal Constructed und Limited. Und diese Themenbereiche führen dazu, dass man ja auch Belohnungen am Ende einer Saison bekommt. Die Saison geht jetzt bis zum 31.01. Es gibt verschiedene Ränge. Es gibt Bronze, Silber, Gold, Diamant und Mystic. Und bei dem Mystic Rank sieht man dann auch, gehört man zu den Top 1000 oder Top 2000, je nachdem, wie viel es dann noch gibt. Da sieht man, wie gut man ist. Und man kann in unterschiedlichen Themenbereichen, sage ich mal, sich hocharbeiten. Man kann ganz normal hier Ranked-Deck spielen. Da kriegt man, da bezahlt man nichts, da kann man sich hocharbeiten. Da bin ich jetzt, wie gerade in Silber. Oder bald werde ich hier nochmal einen Draft starten und auch mich hier hocharbeiten. Und das ist der quasi der andere Rang. Ja, was bedeutet das quasi? Man hat also die Möglichkeit, am Ende der Saison dann Belohnungen zu bekommen. Wenn man Mystic erreicht, kriegt man 5 Booster. Wenn man Diamant hat, 4 Booster und ein bisschen Gold. Am Anfang geht es relativ einfach, weil man auch keine Ränge verlieren kann. Also ich finde das Rangsystem extrem gut gelungen und bin richtig froh darüber. Ihr seht auch über Season Rewards, da seht ihr genau, wie denn die einzelnen Belohnungen aussehen. Also daher, ja, habt Spaß und versucht euch gut hochzuleveln. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Mal gucken, wie weit wir kommen. Insbesondere beim Draft, weil das halt auch mal wieder Geld kostet. Und ich habe immer noch 14, aber ich werde weiterhin dran rumschrauben, voranzukommen. So, jetzt kommt nochmal die Frustgeschichte und das ist das Constructed Event. Ich habe noch niemals erlebt, dass eine Firma so schnell sein Patch rückgängig gemacht hat. Im ursprünglichen Patch hat man nach 7 Spielen 1300 Gold und keine Karten mehr bekommen. Magic hat gesagt, Wizards, ihr kriegt ja 300 Gold. Damit könnt ihr ja auch viel mehr draften oder viel mehr Sachen anstellen. Aber das Constructed Event ist eigentlich dafür gemacht, auch wenn man mal schlecht spielt, also nur ein Win oder zwei Win, hat man immer noch die Chance, erstmal drei Karten zu bekommen. Die bekommt man auf jeden Fall, aber vielleicht eine Rare oder Mystic dabei zu haben. Also als Free-to-Play-Player ist das für mich die Möglichkeit, Karten zu grinden. Ja? Karten zu bekommen, ohne Geld auszugeben. Und das zu streichen, führte so zu einer riesengroßen, ja, Demonstration im Internet, könnte man sagen. Sodass nach kurzer Zeit, ich glaube nach 10 Stunden oder 15 Stunden, der gesamte Patch, der sich für das Constructed Event, sage ich mal, dargestellt hat, rückwirkend geändert wurde. Und man hat einfach gesagt, okay, es wird jetzt nicht gerankt, es wird einfach so belassen, habt Spaß daran, wir gehen später dran. Auf der einen Seite war ich echt überrascht, wie geldgierig Magic, Wizards in dem Bereich war. Aber wie konsequent die Community und auch ihr quasi dagegen gewettert habt und zu sagen, ey, wir wollen Spaß haben und wir wollen auch, sagen wir mal, Geld investieren. Wer Geld investieren möchte, kann das gerne tun. Aber wir wollen uns auch als Free-to-Play-Player die Möglichkeit haben, Karten zu grinden. Und das ist, ja, Gott sei Dank gelungen. Jetzt bin ich gespannt, wie die nächste Entwicklungsstufe aussehen wird. Erstmal auf jeden Fall ist es so, dass wir die Karten behalten können hier. Und ich weiterhin schöne Decks für euch bauen kann, indem ich einfach viel Constructed und Rafte weiterhin. Ja, und freue mich darüber. Und das ist wiederum positiv, dass Wizards extrem großes und gutes Ohr an der Community hat und sagt, okay,
Wir wollen euch ja nicht verbrennen, sondern wir wollen euch ja fördern. Wir wollen den Gedanken Magic weiter in die Welt herausbringen und wir wollen, dass ihr zufrieden seid. Also daher ändern wir das erstmal nicht. So. Ja, also da war ich extrem gefrustet. Ich weiß nicht, wie es euch ging, ob ihr das alles miterlebt habt. Wenn ihr es miterlebt habt, schreibt einfach, wie ihr euch gefühlt habt. Also ich war wirklich, ich hätte fast ein, ja, also gut. Nichtsdestotrotz, heute, zweiter Tag, zweites Game. Und wir spielen jetzt gleich gegen Boogie. Und ich mache mal kurz einen Cut und schreibe den jetzt erstmal an, ob er Zeit hat, jetzt zu zocken, weil wir haben jetzt nur noch heute, beziehungsweise noch ein paar Stunden Zeit, das Game zu machen. Ja, wir müssen es ja bald melden und am Sonntag gibt es dann die neue oder Montag die neue Auslosung. Ich bin gespannt und ja, schauen wir mal, wie es gleich losgeht. Also, bis gleich. So, das erste Game beginnt und wir spielen gegen Boogie. Als Nickname hat er hier Bugo und ich bin gespannt. Oh, wir fangen an, das ist gar nicht so schlecht. Keep first, na klar, machen wir. Wir behalten. So, mal gucken, was er macht. Puh, einen gar nicht so langsamen Start haben wir. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Eine Mana mehr wäre noch mal ganz schön. So, schauen wir, was wir anstellen können. Er überlegt. Hat scheinbar nicht den perfekten Start. Will er wahrscheinlich auch nicht auf Mulligan 6 runter. Mal gucken. Ha. Okay, er behält. Sehr gut. Dann können wir loslegen. So, der erste Schaden. First Blood geht auf uns. Sehr gut. Huhuhu. Okay, kein Weiß. Das ist schon mal gut. Spielen wir den nächsten. Es ist ganz wichtig, so viel Schaden wie möglich am Anfang jetzt zu verteilen. Und End of Turn. Mal gucken, was er macht. Wir könnten auch jetzt noch einen Schock spielen. Vielleicht countert uns der ihn aber. Kein Weiß. Da ist Weiß. Mist. Komm, wir probieren unser Glück. Er kann ihn countern. Er könnte ihn countern. Okay, macht er nicht. Eine sehr schöne Karte. Die heben wir uns auf. Vielleicht hat er jetzt nämlich nicht die Mass Removal. Es wäre echt wunderbar. Und wir greifen erstmal an. Und hier nochmal Damage. Wir spielen ihn. Schauen, ob er einen Counter hat. Da ist er. Ah, Mist. Okay, mal schauen, was er. Ja, jetzt hätte er quasi Mass Removal. Wir haben noch nichts. Wir greifen wieder an für 2. Und sagen End of Turn. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, wie wir jetzt mit umgehen. Okay. Wir ziehen fleißig Mana, das ist nicht so schön. Ist auf 9. Oh. Jetzt haben wir nochmal 3 Schaden hinterher. Er ist gerade durchgetappt. Und hoffen, dass er nichts, kein Mass Removal oder sowas zieht. Ich bin gespannt. Und? Oh, ja, 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 ja. Knappes Game. Und so, probieren wir. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Wir ziehen nur Mana. Gehen wir nochmal plus 1, plus 1. Dann ist er in Burn-Reichweite. Gehen wir mal plus 1, plus 1.
Tja, überlegt, ob er einen Counter hat. Oder einen Schaden schießt. Okay. Puh. Jetzt geht uns das Pulver aus. Oh, da ist ein Teferi. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wir ziehen nur Länder. Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Wir haben vier, fünf Karten und sieben Länder. Boah, jetzt hat er sich stabilisiert bei vier. Oh Mann. Okay. Sehr ärgerlich. Und wir ziehen weiter Länder. Das kann ja nichts werden. Also 6, 7, 8 Länder und 5, das ist doch nicht wahr. Okay, Scry. Na, er traut sich ja nicht durchzutappen, was ich verstehe. Vielleicht hat er jetzt auch so einen Drachen schon auf der Hand. Gut, aber er ist auch nur bei 4. Und er weiß ja nicht, dass wir Länder auf der Hand haben. Was haben wir zu Ländern gesagt? Das kann aber wohl nicht wahr sein. 9 Länder. Das kann doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Und er hat so viele Handkarten. Und wir haben nichts. Gar nichts haben wir. Nächste kann einen Teferi tappen. Minus 8 geben. Und immer wenn er einen Zaubershow spielt, kann er uns einen Permanent zerstören. Tja. Da ist der Drake. Ja, er könnte es jetzt schon machen. Ne, nächste Runde kann er es machen. Puh. Also das erste Game geht definitiv nicht an uns wahrscheinlich. Ja, wir haben die einzige Chance, ist, dass wir es probieren. Wir probieren es zu spielen. Wird er countern? Definitiv. Bei den Karten, die er hat. Definitiv. Okay. Ja, dann kann man sagen, good game. Hat er auf jeden Fall gewonnen. Definitiv. Wir müssen jetzt gleich auf Burn umstellen, damit wir irgendwo eine Chance haben. Weil er haut uns sonst. Ja, also es ist unglaublich. Ja, wir hatten eigentlich gar keinen schlechten Start. Aber wir haben nur Länder nachgezogen und dadurch haben wir definitiv das Game auch verloren. Also wir haben ja insgesamt 3, 6, 9 Länder, 9 und 6 normale Karten. Das ist, ja, das. Unglaublich. So. Einmal, zweimal. Und er spielt gut. Also muss man mal wirklich sagen. Also er war ja heute auch im Store, in seinem Store in Amerika, auf so ein, ja, auf so ein Turnier. Also daher auch jemand, der definitiv gut mit dem Deck, denke ich, umgehen kann. Und ja, er hat sehr gut und clever gespielt. Und wir probieren es nochmal. Die Karte hätten wir definitiv früher gebraucht. Und ja, that's it. Dann lassen wir ihn noch einmal angreifen. Und tja, das war's. Leider. Leider, 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 leider. Und gehen das gleich ins nächste Game und kriegen jetzt erstmal schnell Schadenspunkte und sagen, good
Game. Nicht für uns, einfach zu viele Länder gewesen. Aber gut, so ist halt Magic. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, next one. Wir suchen uns. Ich habe schon vorbereitet. Wir haben das Deck schon ein bisschen modifiziert. Das haben wir hier so ähnlich wie beim anderen auch. Habe ich jetzt ein Duress mehr drin, um einfach ein bisschen mehr Kontrolle auch gegenüber auszuhalten. Und wir haben Riss-Faktor und wieder etwas mehr, sage ich mal, Direktschaden. Und hoffen, dass wir so auch bestehen können. Jetzt müssen wir uns nur das andere Deck aussuchen. Und hoffen, dass wir wieder einen guten Start hinlegen und nicht ganz so viel Mana ziehen. So, wir warten mal auf den Gegner. Der baut wahrscheinlich sich gerade erst nochmal so sein Deck um, was wir schon vorbereitet haben. Ja, also auch vielen Dank für Sarah, fürs Angebot, fürs Spielen. Ich habe es diese Woche einfach nicht geschafft. Zwei Weihnachtsfeiern, Freunde hier. Also, das Arbeit, keine Chance gehabt. Ja, aber das hätte auch nichts daran geändert, dass ich das erste Game definitiv verloren hätte. Also, ja, mal gucken wir mal. So, jetzt warten wir mal, bis er fertig ist. Und warte mal, ich schreibe ihn parallel nochmal über Discord an, dass wir fertig sind. Ich hoffe, euch geht es ansonsten gut. Ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Ja, wenn das Video hochgeladen wird, dann ist es schon Sonntag. Dann ist ja fast schon wieder. Ja, dann ist ja quasi schon wieder fast wieder Wochenstart. Noch ein Tag, den man sich ein bisschen genießen kann, vielleicht noch ein bisschen spielt. Aber die Woche war wirklich geprägt mit viel, 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 viel Aufregung im Magic-Bereich. Und ja, auch mit dem Thema Ranking, das ist von der Community akzeptiert worden. Auch beim Draft wurde der Bot etwas verbessert. Das heißt, er sucht hoffentlich etwas gezielter jetzt und dass man etwas schwieriger wieder draften kann. Wobei ich fand es ja schon nicht ganz so einfach. Aber der Draft macht weiterhin Spaß und gibt die gute Möglichkeit, viel Karten zu generieren. Ja, schauen wir mal. So, zweites Game. Ich habe jetzt mal kurz einen Sprung gemacht. Ja, wir behalten auf jeden Fall Keep. Wir dürfen auch anfangen. Wir haben uns vorher darauf geeinigt, dass der Verlierer, so wie bei Magic auch, aussuchen kann, wer anfängt. Hier jetzt ist gerade hier wieder das Glück auf unserer Seite, dass wir hier nicht permanent suchen müssen und haben ja gleich mal eine gar nicht mal so schlechte Starthand. Ja, mal gucken, wie wir das jetzt hier gleich umsetzen können. So. Der kommt gleich mit zwei Schadenspunkten ins Game, das ist gut. Er wird wahrscheinlich viel mehr Mass Removal mit eingebaut haben als vorher. Creature Removal, weil die Kreaturen haben ihm wahrscheinlich ganz schön geschadet am Anfang. Aber wenn man Länder zieht, dann kann man auch nicht mehr so viel dagegen tun. So, was macht er? Nichts, okay. Dann spielen wir das und sagen erstmal Go. Schön, dass wir einen Risk-Faktor haben. Und sagen End of Game. So. Will er ihn töten? Er hat, glaube ich, die Karte auf der Hand. Jede Kreatur 3 Schadenspunkte. Am Ende seiner Runde soll er mal aussuchen, ob er uns Karten ziehen lässt oder ob er 4 Schadenspunkte bekommt, beziehungsweise vielleicht countert er auch. Oh, Syncopate. Der Kerl hat ein Syncopate auf der Hand. Unfassbar. Gut. Na, vielleicht war es zu gierig gespielt. Wir probieren es jetzt mal. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Also bei 5. Gerade durchgetappt gewesen. So, hat er jetzt Mass Removal? Er hat einen Drake. Wem den Phoenix?
So, mal gucken. Habe so ein bisschen Angst vor diesem Enchantment. Oh, drei. Oh, bitte direkt Schaden, bitte. Ja, das Glück ist mit mir. Ja. Zweite Game geht an uns. Good Game. Super. Also hat die zweite Variante doch gar nicht mal so schlecht funktioniert. Und ja, warten wir mal kurz und gehen gleich ins dritte. So, was für eine beschissene Hand. Mulligan. Das geht gar nicht. Ja. Etwas besser. Wir kippen. Behalten wir oben. Na, schauen wir mal. Was wir hier anstellen können. Ja, mit sechs Karten ist schon krass irgendwie gegen Control. Machen wir eins. Greifen wir an. Und jetzt schauen wir uns mal gleich die Handkarten des Gegners an. Was er countert. Boah, ist ja unfassbar. Negate hat er auch noch. Unglaublich. Und ein Drake. Nicht schön. Spielen wir den hier. Und spielen das hier hinterher. Oh Mann, das ist ätzend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. End of turn. So, wenn er drei Schaden spielt, können wir auch ihn hier wegschießen. Jede Kreatur drei Schadenspunkte. Mana-Problem. Okay. Spielen wir ihn? Mach mal nix. Nee, noch nicht. Nächste Runde machen wir das. So, was macht er? Er schießt ihn weg. Das heißt, er hat drei Schadenspunkte auf alle Kreaturen. Das heißt, wir schießen ihn weg. Müssen wir machen, ne? Wir probieren es. Ah, das ist echt ätzend. Aber bevor wir diesen Dragon gegen uns haben, den er dann irgendwie permanent eliminieren kann, jetzt hat er 4 Mana. So, da ist die Karte. Brauchen wir was Vernünftiges. Oh nein, nicht schon wieder Mana. Eieiei. Und jetzt kommt. Oh. Teferi. Ja. War kein guter Start. Und wir ziehen weiter, Mana. 3, 6, 7. Und das ist doch. Ihr habt gesehen, im normalen Game habe ich eine Chance, aber so wird das nichts. Eine Mana heben wir uns auf, falls wir einen Risk-Faktor ziehen sollten. Ja. Yeah.
Na okay, das war's. Nur Mana, aber gut. Das ist halt im Magic auch mal so. No time. Vielleicht ziehen wir ja nochmal irgendwo so einen dicken Direktschaden, aber ja, unfassbar. Wir gehen aber erst auf, wenn das Spiel zu Ende ist. Und er zieht weiter. Mal gucken, wenn er jetzt noch einen dicken Fetti legt, dann haben wir echt haben wir mehr als verloren. So, wir spielen ihn. Gucken, was passiert. Den lässt er doch bestimmt durch. Nein, den countert er mir. Okay. Next. Ey, wir haben 5 Karten-Draw-Spells, zweimal die Verzauberung, dreimal den Risk-Faktor und wir ziehen nichts davon. Nichts. Nichts. Wir ziehen Mana. Können wir eine Mana-Schlacht machen? Ich spiele gegen Control-Deck und ich habe mehr Mana als der Control-Spieler. Das ist schon mal eine Herausforderung hier. Eine Ansage. Ja, also wie gesagt, das ist. Probieren wir es. 5 Schaden auf ihn. Geht niemals durch. Sag ich doch. Mann, Mann, Mann. Banefire wäre besser gewesen. Dann hätte man nämlich 5 Schadenspunkte machen können und die hätte er nicht countern dürfen. Aber das Game ist definitiv verloren. Bei 6 Handkarten gegen einer Landhandkarte. No chance. Aber muss man sagen, super Deck, was er da drüben hat. Perfekt gegen unser Deck, definitiv geeignet. Und wenigstens haben wir ein Game ihm abgeluchst. Und muss ja sagen, er spielt auch gut. Und es hat mir extrem viel Spaß gemacht. So, 5. Juhu, jetzt kommt er. So, wir machen eins. Töten uns selbst. Good game. Und wir haben wir dann 4. Können wir uns ein. 4, 7. Nein, 2, 3, 4, 5, 6. Alles zu spät. Alles zu spät. Und sagen bye bye. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Auch wenn das letzte Game nicht so spektakulär war. Dafür war Nummer 1 und Nummer 2 gar nicht so schlecht. Nummer 2 insbesondere. Aber ja, wir schauen mal, was das nächste Game im Turnier bringt. Und vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche mit dem neuesten Video, hoffentlich zum neuen Deck, ich muss mal eine Idee machen, und zum neuen Turnierspiel. Alles klar, bis dahin, ciao.